Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es doch tatsächlich noch einen Adventskalender. Wenn du wissen möchtest, was in diesem Adventskalender drin enthalten ist, den Adventskalender von Yves Rocher, dann bleib doch einfach dran. Eigentlich mache ich jedes Jahr wirklich nur ein Adventskalender-Unboxing, weil ich mir denke, es gibt genug YouTuber und es gibt genug Adventskalender-Unboxings. Dieses Jahr war es der Avon-Adventskalender, den ich zusammen mit euch ausgepackt habe. Video verlinke ich euch gerne unten. Letztes Jahr oder das Jahr davor war es Alverde. Ja, ich habe diesen Adventskalender gesehen. Ich habe gesagt, so, du machst jetzt noch ein zweites Unboxing, weil mir die Optik einfach sehr gut gefallen hat und ich mag die Firma sehr gerne. Die kenne ich schon von früher und ich habe früher mal immer wieder dort bestellt, schon vor zig Jahren. Und es handelt sich hier um den Yves Rocher Adventskalender. Ich fand die Optik wirklich sehr, sehr ansprechend und das werde ich gleich zusammen mit euch öffnen. Natürlich gibt es auch hier eine Verlosung. Ich habe euch nicht vergessen. Ich habe also zwei davon bestellt. Und wenn ihr mitmachen wollt bei der Verlosung, schaut einfach in der Infobox. Da stehen die Teilnahmebedingungen. Der Kalender ist sehr handlich. Er ist nicht überdimensional groß, aber ich finde, das reicht völlig aus. Man sieht auch hier in die Dicke. Es ist ein Kalender, den man aufklappen kann, aber die Türchen oder die Schubladen vielmehr befinden sich hier drin. Irgendwo im Wohnzimmer oder keine Ahnung wo, auf der Kommode. Es sieht wirklich sehr hübsch aus. Ja, 24 Schubladen, beziehungsweise das sind keine Schubladen, sondern das sind Schachteln, genau. Schachteln und die werden wir jetzt nacheinander öffnen. So, ich komme mal ein bisschen näher ran. Da ist er. So, fangen wir einfach mit Türchen Nummer 1 an. Ganz oben, ja. Da, das ist eine Schachtel. Und was steht hier drauf? Was kann das sein? Keine Ahnung. With organic chamomile, also mit Kamille. Von unseren Feldern für empfindliche Haut. Sus heißt empfindlich, glaube ich. In 10 Minuten. Keine Ahnung. Machen wir mal auf. Nicht so wie quatschen, Dani. Einfach aufmachen. So, was haben wir denn hier drin? Das ist eine... eine Schaummaske. Mit Kamille. Kenne ich nicht. Cool. Das ist eine Schaummaske mit Kamille fürs Gesicht. Nummer 2, oh Gott. Nummer 2 befindet sich hier drin. Und schwupps, da rutschen die oberen runter. Genau, was ist das? Das ist Natural Shine for Hair. Natürlicher Glanz oder Schein für Haare. Das wird wahrscheinlich ein Shampoo sein. Es ist ein Shampoo für Brillance, für Schein. Das ist eine, wie viel ist da drin? 50 ml. Eine kleine Probiergröße. Eine große Probe, würde ich sagen. Große Probiergröße. Yves Rocher ist ja auch bekannt für seine Pröbchen. Zumindest bei mir damals. Ich habe mir immer einen kompletten Sack Pröbchen bestellt, direkt bei Yves Rocher, weil ich das schön fand und weil ich so die Produkte austesten konnte. Und ich vermute mal, dass in diesem Kalender auch große Probiergrößen drin sein werden, was ich aber auch nicht schlimm finde. Ich finde es gut, weil man sich dann so durch die Palette durchtesten kann. Nummer 3 ist hier. Ja. Und was befindet sich in der Nummer 3? The Aliens of Mythical Oil and Flower.
Ich finde es interessant. Sie haben quasi, ja, die haben die, eine kurze Beschreibung des Produkts auf diese Schachteln gedruckt. Und man muss raten. Finde ich auch sehr schön. Gut durchdacht. Das ist ein Argan und Rose Körperlotion. Auch 50 ml. Und da werde ich mal dran schnuppern, weil ich mag den Duft von Argan. Oh, das riecht toll. Oh, da freue ich mich drauf. Das würde ich mir sogar in einer Full-Size-Größe kaufen. Das ist ein Micellenwasser, um Make-up zu entfernen. Zum Gewinnspiel bzw. zur Gewinnspielfrage. Und zwar könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen, wenn ihr einfach in den Kommentaren die Zahl reinschreibt von dem Schächtelchen, in dem das beste Produkt drin war, bzw. ein Produkt, was euch am besten gefallen hat. Einfach nur die Zahl reinschreiben, nichts anderes, nur die Zahl, und dann tippt ihr schon in den Lostopf. Hier haben wir die Nummer 8. Ups, was ist das? A Breeze from the Sea, ein Parfum. Sel d'Azur. Sehr schön. Wie riecht das denn? Ah, sehr gut. Sehr aquatisch. Es riecht auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ah, Nummer 9. Ihr seid. Eine Reinigung. Cleansing Gel. Hier unten ist Nummer 10. Das ist eine Körpercreme. Glaube ich. Für den Körper steht auf jeden Fall. Gesichtspflege für den Tag. Nagellack. Ach, wie süß. Ein Nagellack. Ja, für Haare und Leave-In-Creme. Auch mit Argan. Sehr schön. Ein Duschgel. 16.
Oh, das ist ein Kajal. In Mini-Format. 17. Ein Lippenbalm. 18. Das ist eine Maske, eine Gesichtsmaske. Nummer 19. Das wird wahrscheinlich eine Gesichtscreme sein für die Nacht. Vorher hatten wir eine Tagescreme gehabt und hier haben wir die passende Nachtcreme. Dann die noch ein Parfum. Das riecht eher etwas blumiger. Eine Body Lotion. Dann in der 22 wahrscheinlich auch eine Haarmaske. Dann die 23. Oh, das sieht auch hübsch aus. Eine Handcreme. Und das letzte Produkt. Türchen Nummer 24. Trommelwirbel. Was ist da drin? Eine Mascara. Sehr schön. So, mein Fazit. Ich finde, ich habe die Produkte jetzt hier alle schön aufgestellt. Also mir hat der Kalender wirklich sehr gut gefallen, beziehungsweise auch der Inhalt. Und dass es Probiergrößen sind, das wusste ich. Und es sind aber auch einige Full-Size-Produkte dabei gewesen, wie zum Beispiel hier der Lippenstift, ein Nagellack, Mascara, dann haben wir noch Handcremes gehabt in großen, normalen Größen. Und ja gut, alles andere sind Probiergrößen gewesen, aber große Probiergrößen, keine kleinen Pröbchen. Das wäre aber auch nicht zu erwarten bei dem Preis. Ob das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, kann ich jetzt so nicht beurteilen. Da müsste ich mir die Produkte runterrechnen, wie viel die kosten. Und das möchte ich aber nicht. Ich finde, war der jetzt 45 oder 49? Ich finde, es gibt andere Kalender, die für diesen Preis mehr bieten, beziehungsweise nur Full-Size-Produkte. Aber trotzdem finde ich schon, dass die Produkte ihren oder den Preis wert sind. Es hat Spaß gemacht, den zu öffnen. Der Kalender selbst ist schön. Ich kann mich da durch die Produktpalette testen. Es waren schöne Produkte dabei, wie zum Beispiel dieses mit Argan. Ich fand den Kalender gut. Preis fand ich auch okay und das muss man einfach abwägen, ob man jetzt dafür das Geld ausgeben möchte oder sich vielleicht für einen anderen Kalender entscheidet. Genau, das bleibt jedem selber überlassen, ist klar, aber mir persönlich hat es wirklich sehr gut gefallen und ich war gerne bereit, diesen Preis zu zahlen für diese Produkte. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Däumchen nach oben. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr mögt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.